Tra 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 la la, tra 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 la la, der Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da. Grüezi miteinander, von Herzen keine Schmerzen, mit leuchtenden Kerzen und ohne Werzen. Grüezi miteinander. Grüezi kleine Zuschauer, grüezi grosse Zuschauer, grüezi mittlere Zuschauer, grüezi alle zusammen. Sind ihr überhaupt alle da? Ja? Wunderbar! In dem Fall sage ich euch, was wollte ich jetzt auch euch sagen? Was? Wollte ich jetzt Grüezi sagen? Hä, nein, Grüezi habe ich glaube schon gesagt. Wisst ihr was? Ich sage nochmal Grüezi. Doppel Grüezi gesagt, hebe besser. Sagt mir doch, oder? Also nochmal. Grüezi, Grüezi, Grüezi! Adi miteinander. Oh, halt. Ohoho. Jetzt wollte ich Esel schon wieder gehen. Wo habe ich auch meine Gürbse heute? Patz, halt Zipfel und Zipfelkappe. Vor ich wieder abdampfen, muss ich euch doch noch ein Kasperstück vorspielen. Sonst sind ihr sicher nicht zufrieden. Also gut, wir spielen jetzt das schrecklich schöne Spiel, das heisst «Der Maulwurf und der Humpelfrosch». Das ist eigentlich fast eine traurige Geschichte, aber ich hoffe, sie gefällt euch einen Weg. In dem Stück macht mit ein Lausbubenkollege von mir, der Föppli Fritz. Seine Tante Gotte Dorothee, der Peter, ein blinder Maulwurf und der Sami, ein armer Humpelfrosch. Dann kommt sogar noch eine richtige Fee vor. Die Fee Aurora und hempergestellte euer Kasper. So, und jetzt habe ich aber genug geplodert. Jetzt wollen wir gerade anfangen. Aufpassen, Achtung geben, es geht los! Salve Kasper! Boi, mit das gerade da bist, wollte ich nämlich fragen, ob du mitkommst. Sorry, Föppli Fritz. Wohin mitkommen? Zu meiner Tante Gotte Dorothee. Die hat mich zum Zvieri eingeladen. Gibt's Tee? Wieso Tee? Ich denke, weil sie Dorothee heisst. Wenn's Most gibt, muss sie heissen Doromost. Und wenn's Kaffee gibt, Doro-Kaffee. Und wenn's Sirup gibt, Doro-Sirup. Ach, meine Tante Gotte heisst Dorothee und es gibt trotzdem keinen Tee. Meistens gibt's Gacko. Also gut, gehen wir zu deiner Tante Gotte Doro-Gacko. Wo wohnt die eigentlich? Ja, nicht weit weg von da. In einem glatten Häuschen am Waldrand in der Nähe vom Fröschenweiher. Ja, die Hui, das gefällt mir. Komm, gehen wir schnell. Hast du gesagt, schnell, Kasper? Ha, aber nicht mit dir. Du kannst ja nur schnell schwätzen, aber nicht schnell laufen. Deine geflickten und geplätzten Hosen platzen, ja, wenn du ein bisschen semmelst. Tut doch nicht so. Meine Mama hat mir gedacht, die Hosen geflickt. Ja, mit farbigen Plätzchen und Kreuzchenstich. Der verflickte Hose würde ich schon nicht anlegen. Und so eine uralte, blöde, rote Zipfelkappe auch nicht. Bist ein Lappi. Musst mich gar nicht so ausföppeln, Föppli Fritz. Die Hauptsache ist, ich habe ganze und saubere Hosen an. Kannst ja nicht immer neues Zeug kaufen. Familie Kasper ist halt eine arme, arme Bettelfamilie. Du, Föppli Fritz, wenn du jetzt nicht aufhörst, so dumm schwafeln, komm ich gerade das Leid nicht mit. Spielverderber. Verstehst aber auch gar keinen Spass. Los, komm doch! Also gut, Mira. Hoffentlich hat dann Dorothee einen feinen Gacko parat. Föppli Fritz, komm, gehen wir! Tra 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 la la, tra 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 la la, wir wollen zur Tante Gotte gehen und den feinen Gacko haben. Oh, Alex, jetzt hat es schon 4 geschlagen. Jetzt könnte dann der Fritzli jemanden eintreffen bei seiner Tante Gotte. Ist gut, dass der Gacko schon parat steht. Und einen feinen Häpfenkranz habe ich dem Fritzli auch gebrochen. Sorry, Tante Gotte Dorothee. Oh, Alette, da ist er ja. Sorry, Fritzli, bis willkommen. Jö, hast du ihn gespannen mitgebracht? Ja, der Kasper. Grüezi, Tante Norenweh. Dorothee geheissi. Ja, so, Mohrenschnee. Oh, Alette, noch mal falsch. Dorothee. Eben, Bohrenklee. Dorothee. Ist gut, dass nicht alle Leute so schlecht hören. Was soll Zipfel und Zipfelkappe? Ich höre doch gut. Hab nur ein kleines Späßli gemacht. Weisst du, Tante Gotte, der Kasper macht etwa die so glatte Späß. Er ist halt ein Spassvögeli. Dafür tue ich die Leute nicht so dumm ausföppeln wie du. Oh, jetzt fangen die Buben an streiten. Bitte auch, sind lieb miteinander. Trinken jetzt ein bisschen Gacko und essen auch zünftig vom Häpfenkranz. Oh, danke viermal! Der ist dann endlich fein. We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.